Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Pokémon Rise Randomized. Und ich habe eine Erinnerung, ich glaube, ein Pokémon von uns war ja down. Genau, da waren wir stehen geblieben. Wir gehen nochmal ganz fix zurück. Gut, dass wir auch hier zurück dürfen. Nicht, das heißt ja, du musst erst dem kleinen Mädchen helfen, das Pokémon zurückzubekommen, bevor du hier dich wieder in die Stadt begeben darfst. Gut, machen wir mal unser Pokémon fit und dann ganz dringend schauen, was es da so gibt. Ich glaube, ich habe ja schon Superbälle, kann das sein? Oder nicht? Ja, Tatsache, wir haben Superbälle schon. Superbälle kriegt man hier relativ früh. Ersten Orden und schon Superbälle, also... Ich kenne jetzt keine Generation, wo du nach dem ersten Orden sofort Superbälle hast. Zumindest direkt zu kaufen. In der Stadt, auch wo der erste Orden ist. In der ersten Generation hat man Superbälle erst bekommen in Lavandia. Was noch? Ich überlege gerade. Ach stimmt, ich kann ja Capoeira jetzt auch dadurch fangen. Was ich auf jeden Fall auch anstreben werde. Bei Gelegenheit. Aber erstmal wollte ich ja checken, was es hier noch so in dem Feld gibt. Ein Milzer. Wow. Wow. 100 Pro nehme ich dich. 100%ig. Ich wollte schon immer einen Milzer trainieren. Und jetzt ist die Gelegenheit gekommen. Okay. So. Sehr schön. Oh, du scheinst eine gute Fangrate zu haben. Oder ich habe einfach jetzt gerade nur Pech gehabt. So. Zack. Na, komm schon. Nein! Arg. Ich will doch dich nur trainieren, Milza. Ich muss mal gucken, wo es den Namensbewerter gibt. Das würde mich schon sehr interessieren. Denn ich will, ihr wisst ja, ich bin zumindest einer, der auch ein bisschen auf Wesen achtet, auch beim Durchspielen. Und wenn das hier ein schlechtes Wesen hat, würde ich dann schon gerne eigentlich nachträglich einen Spitznamen geben, aber komm. Wir geben jetzt unserem ersten Milzer trotzdem einen Spitznamen. Da keiner bisher einen posten wollte, oder gepostet hat, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich hier das Video hatte, habe ich jetzt auch noch keine zur Verfügung. Warte mal, der ist männlich. Ja. Ich hatte gerade einen weiblichen Namen, verdammt. Weißt du was? Ich nenne den einfach nur Max. Und Max weiß auch warum. Nee, 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 nicht falsch. Nicht so, so. Einfach nur Max. Ende aus. So, gucken wir mal, was Max so uns vorweisen kann. Zeig mal her. Max, du bist ruhig. Das ist nicht gut. Aber nicht negativ für deinen Hauptangriff. Ich überleg's mir. Wir gucken jetzt noch ein bisschen uns um. Ich werde dann noch ein zweites Milzer, wenn ich eins finde, zum Vergleich fangen. Und dann mich was besser entscheiden. Ich will hier nicht stundenlang suchen. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch... auch jetzt nicht so das perfekte... das Perfektionieren so sehr jetzt innerlich. Wir haben ja eigentlich schon ein relativ gutes und ruhig. Da kann man sagen, okay, Initiative geht flöten, aber... Milza hat eigentlich eine gute Grundinitiative, die können wir auch so nutzen. Und der erhöhte Spezialangriff dadurch ist ja eigentlich nicht so bad. Okay. Ich schaue noch nach zwei Pokémon. Also zwei Pokémon schaue ich mir noch an. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter, was uns da noch diese Höhle zu bieten hat. Das Pokémon wird mich bis ans Ende des Spiels verfolgen, habe ich das Gefühl. Eine Nervensäge, weißt du das? Hau ab. Eins noch. So. Stimmt, die Duran männlich. Wenn es den Windstoß durchhält, fange ich das einfach mal.
wenn das Wesen einigermaßen gut ist, solide ist, dann nehme ich es auch erstmal mit. Aber wir schauen einfach mal. Wir schauen uns jetzt erstmal an. Das ist ja das Schöne an Randomized. Du weißt, welche Pokémon es zwar gibt insgesamt, aber du weißt ja nicht, wo die sind. Und da ich ja hier in dieser Edition überhaupt keinen Plan habe, wer welches Pokémon hier auf welchem Spot ist, außer vielleicht wo Lichtl ist, das ist so eine der einzigen Sachen, wo ich auswendig weiß. Und wo ist Zebritz? Eliseba. Nee, wie hieß es nochmal? Eliseba? Hieß das so? Zebritz? Ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Dann nenne ich dich doch mal Jax oder so. So. Gut. So. Eigentlich wollte ich raus aus dem Feld. Nein, ein Pikachu. Ich bin eigentlich verleitet, Pikachu zu trainieren, aber ich weiß genau, dass ich in meinem Durchspielteam in Pokémon Weiß auf jeden Fall eins hatte. Deswegen will ich da mal ein anderes haben. So, Jax, zeig mal, was du kannst. Sanft. Neutrales Wesen. Kann ich eigentlich mit leben. Also du bist schon mal auf meiner Auswahlliste. Aber ich will mein Team ja nicht so voll ballern, weil ich will ja ein bisschen Platz lassen. Ich werde mir dann, nachdem wir mit der Höhle fertig sind, einen Vergleich-Pokémon fangen. Obwohl, ich muss ja eh zurücklaufen, da kann ich ja das Item danach holen. Sind hier reingelaufen. Oh ja, denk schon mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, lass uns mal hier, ey. Hauen wir den mal auf die Schnauze, dann gucken wir mal, was es hier für Pokémon gibt. Ich glaube, hier gab es nur ein einziges Pokémon, wa? Bin mir nicht sicher. Okay, das sollten wir locker hinkriegen mit Tauboga. So. Ja, du besiegt von einem Kind. Sehr schön. So, und jetzt gibt es Pokémon wieder zurück. Oh. Eure Klone sind angetroffen. Bin ich jetzt mal gespannt, was du hast. Diese Melodie. Ah, in einem Doppel. Zapladin will mir überhaupt nicht gefallen. Okay, ich glaube, ich schalte mit Tauboga oder versuche mit Tauboga. Eigentlich das Merrill erstmal ausschalten, würde ich sagen. Ja, wir machen viel zu wenig Schaden. Au, wow, 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 wow. Genau deswegen. Okay, Glumanda hält es super stand. Würde ich sagen, wir machen jetzt doch lieber mal den Ruckzuck-Keep auf Zapplerang und hoffen, dass Glumanda auch das Zapladin angreift. Warum sag ich Zapplerang? Nein, Glumanda tut natürlich nicht das, was wir von ihm erwarten. Meine Güte, ist der koordiniert, unser Mitspieler. Das gefällt mir gar nicht. Na komm, Max, wir holen dich einfach mal rein. Sandst du mal ein paar Erfahrungspunkte for free ein. Aber nicht mit den KP. Ich heile Max mal ein bisschen hoch. Ich habe nichts mehr zum Heilen, außer das. Na gut, versuchen wir unser Glück damit. Vielleicht haben wir Glück, kommen durch. Sollten eigentlich gegen deren Attacken ja resistent sein. Tackle. Das sollte nicht viel Schaden machen. Ich hoffe, dass Merrill bleibt bei seiner Aquaknarre gegen Glumanda. Ja, sehr schön. Ohne Beere. Sehr schön. Nein, ich brauche mich nicht nochmal heilen. So, was hast du, Kratzer? Rauchwolke. Dein Ernst? Du kannst es finishen. Warum? Du Manda. Tu etwas. Warum?
Ich glaube, Glumanda mag Max nicht. Selber schuld, Glumanda. Nee, Glumanda wollte wahrscheinlich sicher sein, dass es ja so erst so ein bisschen Milza ein bisschen aufziehen. Hier so, hey, ne? Packst es nicht, packst es nicht. Ah, und jetzt nehme ich's. Okay, Drachenwut nehme ich. Wunderbar. One-Shot bei dem Level noch. Passt. Ja, wow, aber trotzdem, der Schaden. So. Mach das mal. Ich schaue mich hier gerade noch einen kleinen Moment um. Ich will mal wissen, was es hier noch für Pokémon gibt. Warum gucke ich hier? Ich wollte eigentlich zu meinen Pokémon. Okay, Stahli ist auf zweiten Platz. Ich wette, selbst Max hat mit seinem Wesen mehr Initiative als Ronja. Ja, 100 pro. Max hat 17 schon. Na komm, dann bleiben wir bei Max. Für Giftschock. Hm? Kann man nehmen. Achso, stimmt. Ich wollte ja gucken, was der Pokémon hier gibt. Ernsthaft? Remoraid? Ich glaube, Fleckenuil oder so war ja hier das Pokémon. Also Remoraid ist jetzt nicht unbedingt das Pokémon, was ich möchte. Aber ich glaube, Max könnte ja hier die Obwohl, bei den KP lasse ich das mal lieber. Ich spotte jetzt noch zwei Pokémon, aber ich glaube, hier gab es nur Fleckenuil. Ernsthaft? Ich wollte schon sagen, kommt jetzt überhaupt kein Pokémon mehr. Oh, doch nicht. Vielleicht gibt's auch Fleckmund. Mhm. Okay, Remoraid und Fleckmon. Bisher. Okay. Okay. Hauen wir mal lieber ab. So. Ach komm, wir hauen ab. Ich möchte meinen Pokémon heilen. Gerade da unten das Item holen. Oh, das war eine aktive Trainerin. Das habe ich irgendwie gerade nicht gecheckt. Shit. Okay, du hast einige Pokémon mitgebracht. Nidoran männlich. Das kann man sogar hier fangen. Stachelili gegen Nidoran männlich. Flügelschlag. Auch wenn ich Kontakt gegen Nidoran männlich ungern habe. Weil es entweder Giftdorn oder Rivalität haben kann. 5 Schaden. Oder hat das Rivalität? Oder war das Nidoran weiblich, was Rivalität hatte? Bin mir da jetzt unsicher. Sehr schön. Du hast aber auch kaum mehr Initiative als Milza. Schneckmark. Das könnte Milza outspeeden. Jetzt habe ich aus Sinn auf Jax gewechselt. Shit. Ups. Das war jetzt, ohne nachzudenken, einfach gedrückt. Naja, egal. Komm schon. Du kriegst deine Chance. Du kannst nur Schnabel auf dem Level. Was ist mit deinem Tackle passiert? Jax. Du bist arm dran, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen sehr wenig Schaden. Ich will jetzt auch nicht wechseln, weil sonst haben wir hier echt ein Problem. Und tschüss. Tut mir leid, Jax. Das war ein Fehler von mir. Ich wollte eigentlich Max rausschicken. Los, Max. Deine Chance. Brenn ihn nieder. Mit Drachenwut. Sehr schön. Insta 40 Schaden. Thanks. Paras. Komm, wir versuchen's. Max, you can do this. I believe in you. Oh, oh. Das sollte es gewesen sein, oder? Heurika. Da hat Max alles abgerissen. Okay, Max ist auf jeden Fall eingestellt. Danke für die Sinelbeere. Ich bin eigentlich nur neugierig auf das Item. Ha. Überball.
Ist das hier eigentlich eine andere Route als da unten? Ja, kein Problem. Kleines Dankeschön. Ein Heilball. Oh, bist du goldig. So. So, dann bringen wir das Kind wieder zurück in den Kindergarten. An den Kindergarten will ich jetzt auch gleich mit Max aufmischen. Man muss ja auch erstmal stark werden. So. 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 Dann würde ich mal sagen, wir legen mal ein paar Pokémon ab. Achso, das System ist ja hier so. Ah. Tauboga will ich eigentlich behalten. Du darfst erstmal gehen. So. Und du gehst erstmal auch. Du bist eine Überlegung, aber noch nicht drin. Stachelilie will ich erstmal behalten. Ich glaube, Stachelilie behalte ich wirklich komplett. Tauboga ist zwar an sich ganz nice, aber es ist ja schon entwickelt. Dadurch hat das halt seinen Vorteil. Und daher würde ich sagen, wir nehmen, also lassen Tauboga drin, aber nehmen es erstmal nur als Backup mit. Stachelilie hat Wesen mutig. Ist zwar jetzt nicht so toll für die Initiative, aber allgemein, mir fällt gerade auf, wir haben nur Pokémon mit Initiativen schlechten Wesen hier. Mutig, ruhig, mutig. Ja, ich würde gerne das Lichteln mitnehmen, aber solange es so extrem viele Gegentreffer abkriegt, ist es für mich echt uninteressant. Obwohl ich Lichtel ja so gefeiert habe, aber mit dem Wesen tut das echt weh. Ich muss einfach gucken. Ich will eigentlich jetzt mit Max den Kindergarten hier aufmischen. Aber gleichzeitig will ich auch da unten hin und gucken, auf was aus Zebris oder Eliseba oder wie auch immer das nochmal hieß, geworden ist. Ich gucke erstmal nach, was aus dem geworden ist. Wenn ich natürlich an dem Feld komme. Oh ja. Yeah. Hier gibt es doch... Dankeschön. Hier gab es doch Zebritz, oder? Der Eliseba gab es doch hier. Ach, ich glaube es. Wissen tue ich es nicht. Hallo Milza. So. Ja komm, brenne deinen Artgenossen weg. Bums. Und tschüss. Level up. Okay. So. Hidoran männlich. Da ist es weiter unten auf der Route. Ich bin mir echt nicht sicher. Na komm, ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Ah, zeigst du mir jetzt die Route hier. Ray, halt. Dunkelgras. Ach so. Zwei Pokémon gleichzeitig. Ah. Dann schauen wir doch mal. Das ist ein doppeltes. Oh ja. Level 12. Achso, hier kann ich auch in einem Doppel dann gehen. Okay. Drachenwut, dahin und du machst einfach mal. Keine Ahnung, Heuler. Gewissheit. Wow. Gut, dass es keine Drachenwut gemacht hat, sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Zack. Okay. Ja, ich will mit Stachelilie nicht angreifen. Wenn wir uns da nämlich vergiften, kann ich gerade wieder direkt zurückrennen. So, Drachenwut dahin. Und du machst einfach Heuler.
So, und Drachenwut. Sehr schön. Okay. So, zeig schon mal her, was hast du da? Milzer. Level 11. Also Milzer scheint es hier öfter zu geben, Überbrückung. Wie geht der um Fähigkeiten? Was hat denn mein Milzer dann für eine Fähigkeit? Game over! Autsch. Darf ich fliehen? Tauboga, benimmst du mal bitte. Okay. Zwei Pokémon hier sind echt... Nein! Okay, Nidoran, das ist, sollte kein Problem sein. Fliehen. Oh, Ronja könnte einen Treffer auch überleben von einem Milzer. Ich will nicht... Hey. Darf ich endlich fliehen? Farbigel, ich wollte gerade sagen, ich kill dich, aber ich habe eben gerade vergessen, nicht nach oben gedrückt. Zu früh eher gesagt nach oben gedrückt, bevor das Menü bereit war. Ah ne, man kann hier gar nicht von oben, von der Flucht nach oben drücken. Man muss erst nach links oder rechts. Hier kriegst du eine Flügelklatsche. Verzweifler. Dummes Farbigel. Geht haufenweise Erfahrungspunkte, aber mehr auch nicht. So. Ich werde mal gerade ganz, ja. Aber er wollte nur wissen, was für Pokémon da kommen. Komisch. So, Tipps für Trainer. Aha. Jetzt muss ich mich erstmal wieder heilen gehen. Schon wieder ist ein Pokémon da. So. Einmal nochmal frisch machen. Ja, wäre sehr nett. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. So, wird es eigentlich jetzt... Ist das so eine Sache, wo ich gerade mal drauf achten möchte? Wird es eigentlich jetzt immer angezeigt, wenn ich eine Route wechsle? Okay, Route 3. Also, haben alle Pokémon auch denselben Spot, auch wenn ich hier runtergehe, oder wie? Warte mal, wo ist denn die Karte? Hier? Habe ich überhaupt eine Karte? Glaube schon, ne? Okay. Dann ist Milzer echt der Elisebar-Spot. Wenn ich das hier gerade richtig checke, dann ist alles dasselbe, dieselbe Route. Gut, dass ich das auch jetzt erst checke, meine Freunde. Das ist ja schnuckelig. Gut. Ich würde sagen, ich tue jetzt hier mit Max kurz die Route, also den Kindergarten aufräumen. So. Na, Erzieherin. Jetzt machen wir mal ein bisschen schlechten Einfluss auf deine Kinder und machen sie ein bisschen nervlich fertig. Ich sehe gerade, dass das ein Blindfall ist da drinne. In der Kiste, die sie hat. Habe ich nie vorher gesehen. So, Drachenwut, Bitches, Drachenwut. Und tschüss. Rettern. Ach, ist jetzt mit Rettern, hast du auch keine 40 KP. Wie süß. Guck mal da. Einmal Drachenwut. Bye, bye. Sehr schön.
Ja, das ist ein Plinfa, aber sonst ist da kein weiteres Pokémon, zumindest keins, was ich erkenne. So. Ja, war doch klar, dass du kämpfst. Oh je. Dein Pflanzenstarter. Chillast. So. Ist trotzdem ein Tagebut ab. Und tschüss. Drachenwut ist so göttlich auf dem Level. Erst mit Level 15 muss ich ja damit rechnen, dass die auf jeden Fall einen Treffer überleben. Hörst du, kämpfst nicht? Doch. Die kleinen Schulkinder, die sich jetzt schon mit ihren Pokémon hier prügeln. Gott, ein Bronzel. Armes Kind. Obwohl, das Bronzel könnte gegen Schillast gut gewinnen. Und wir ziehen auch den kleinen Kindergartenkindern das Geld ab. Es klingt so ein bisschen falsch. Na gut, auf geht's, kleiner Mann. Vegimak. So. Und für dich auch nochmal eine Drachenwut. Bitteschön. Und tschüss. Level up. Doppelhieb. Warum nicht? Oh mein. Kratzer. Ja, warum nicht? Kratzer machen wir weg. So, sehr schön. Und jetzt möchte ich auch einmal rutschen und dann. Haben wir hier auch alles abgeschlossen. Hui. Ich kann nicht rutschen. Das ist gemein. So. Kämpft ihr auch alle? Nee. Okay. Kannst du nur so vor, da sind es hier arg viele Erzieher zu den Kindern. Vier Erzieher bei 1, 2, 3. Da drinnen waren auch drei. Wow. Ja, warte mal, das war die Pension. Da habe ich jetzt nicht gerade Interesse. Ich will jetzt nicht züchten. Na gut. Wow, beinahe wäre ich in den Rhein gelaufen. Es geht hier in kleinen Schritten voran. Ich würde sagen, das war's erstmal für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Weiß Edition Randomized. Also, bis dahin.